Inszenierung wieder so Weltklasse. Ein Riesenapplaus bitte an alle, die das möglich machen. Tänzerin, Tänzer, und den Teppich. Choreografin. Oh. Der Teppich. Der Teppich. Oh mein Gott, ich fass es nicht. Selbst der Teppichklopfer war ein Mensch. Wahnsinn. Nein, das stimmt nicht. Mensch, AJ, gut behaart immer noch. AJ? Ach so. Na. Gut. Ja. Wer ist es? Der AJ von den Backstreet Boys. Oh, das ist, es ist so krass, weil man auf der einen Seite letzte Woche die Performance, ne, mega sportlich, und dachte so, okay, vielleicht steckt da doch jemand Jüngeres drunter. Ein Tänzer, ein Sportler, irgendjemand, der im Tanzbereich irgendwie Erfahrung hat. Da habe ich ein bisschen recherchiert und dachte dann so, Banane, Bananenflanke, könnte vielleicht ein Fußballer sein oder ein Ex-Fußballer, man weiß es nicht. Bin dann irgendwann mal auf Rurik Gislason gestoßen, V.S.
SV Sandhausen und er hat auch mal für die Unabhängigkeitspartei in Reykjavik kandidiert und er spricht ja auch immer so von seinem ganzen Gefolge und so. Aber diesmal, ne, es ist schon auch sehr viel, ich weiß, die Kostüme sind sehr schwer, aber es war schon sehr viel Geatme auch dabei und wer auch super sportlich ist, ne, Schauspieler, Rainer Lauterbach, der ja die Biografie geschrieben hat und nichts ausgelassen, was auch zu dem Ganzen hier Tohuwabohu und sonst was passen könnte. Und er könnte das definitiv auch lassen. Er ist ehrgeizig, er kann super tanzen, kann sich super bewegen. Wenn du meinst, ja. Ich meine so viel mit meinen Vögeln auf dem... Aber du meinst gut, finde ich. Du meinst Also Rainer Lauterbach, Uri Gislason. Das sind die Tipps von Ruth. Die Herren? Also, ich sag mal so, ich stimme dir zu. Also, als ich das gesehen habe, du tanzt unglaublich, Gorilla. Erstmal ein Kompliment dafür. Du bist wirklich, also. Da steckt auf jeden Fall viel Rhythmus dahinter. Ich dachte, ich war auch eher wirklich sehr, sehr stark mit Rurik. Cool. Dachte dann, anderer Tänzer, der damals auf jeden Fall auch meine Kindheit damit ein bisschen geprägt hat, Detlef die Soest. Ah. Hat ja auch ein Musikprojekt gehabt, hat aber wenig damit That sounded like okay, a ist nope. Falsch. Ist also falsch, ja? Das klang leicht wie oder ein bisschen ablenkt. Aber oder richtig. Ablenkt. Nope. Was? Super. Also, ja, ich glaube, aber Detlef die Soest, ist ja nicht so riesengroß. Also, ich weiß, ich bin nicht der Größte, aber ist der nicht... Naja gut, der Gorilla ist jetzt auch nicht der Kleinste. Also, das stimmt. Matthias ist ja laut Wikipedia 1,82. Er sagt jede Staffel ja was anderes. Jede Staffel. Um uns zu verwirren. Der wächst noch. Ja. Wenn man mich gut gießt, ja. Ja. Ich finde irgendwie so, dass der Gorilla halt ist, so, ich sag's jetzt so, der ist ein Ton oder ein Timbre in der Stimme, die ich sehr, sehr mag. Ja. Aber es ist nicht jemand, der singt immer, weil du merkst halt, kommt Bewegung, dann gehen die Töne ein bisschen links und rechts. Aber du sollst von mir aus, sage ich dir, ein paar Lessons nehmen, also ein bisschen Unterricht, und, weil da ist eine wahnsinnig schöne Stimme da drin. Ich würde da dran arbeiten, um später die Welt halt zu pleasen. Aber ich finde halt, deine ganze Entertainment-Faktor ist massiv. Also du hast auf jeden Fall mal auf eine Bühne gestanden. Du hast total Bock, du hast total Spaß daran. Und ich dachte am Anfang, vielleicht ist es Klaas, Hummel im Haufen im Laufler. Genau der. Siehst du? Genau, ja. Ganz ehrlich, welche Namen? Ganz ehrlich. Kekili. Aber dann dachte ich, Klaas, glaube ich, singt viel besser. Also bei Gloria singt er auf jeden Fall viel besser. Aber vielleicht täuscht er wieder. Keine Ahnung. Also, da ist ein Rätsel da. Aber wir sind hier im Halbfinale. Es muss schwerer sein. Und ich weiß nicht. Vielleicht. Lieber Gorilla, was würdest du denn dieser Woche deiner Mama Chiquita schreiben, was du heute so gemacht hast? Aha. Ich hatte eine ruhige Teestunde. Teestunde? Bei Freunden. Bei Freunden? Mhm. Freunden. Teestunde. Er kann sprechen. Aber ich höre schon einen Akzent. Hört ihr einen Akzent? Ich höre auch einen Akzent. Ja, aber das kann alles vorgetäuscht sein. Ich höre beim Zebra auch einen Akzent und bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie gespielt ist oder nicht. Ich höre bei Ray auch einen Akzent. Ich weiß nicht, ob es gespielt ist. Aber die Viktoria Lauterbach, die Frau von Rainer Lauterbach, backt immer super viel und super gerne. Sieht man immer bei Instagram. Dazu könnte man ja Tee trinken. Und? Passt auch zu Backstreet Boys. Vielen Dank, lieber Gorilla! You know? Back. I understood that one. Dankeschön!